Ich bin halt ein bisschen entspannter, muss ich sagen. Beim letzten Mal war ich ein bisschen zittriger. Mein Gott! Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin's, euer D, und ich bin wieder am Start mit Sign of Silence. Leider haben wir hier in der letzten Folge nicht aufgehört, denn wenn man rausgeht, muss man wieder von vorne anfangen. Ist ein bisschen schade. Vielleicht gibt es Save Points, wissen wir noch nicht. In der letzten Folge wurden bis jetzt, als wir ein Dorf gefunden haben, angeknurrt und angeschrien. Wir haben eine Mine gefunden, da konnten wir nicht interagieren. Diverse Häuser, mit denen wir nicht interagieren konnten. Wir haben eine Unterredung mit den Babos, die im Wald hängen, gehabt und haben damit mit deren Boss eine Audienz gehabt und sind in deren Lager aufgewacht. Deswegen dachte ich mir, gut, wenn wir hier starten, gehe ich mal einen anderen Weg. Natürlich Sound richtig schön aufgedreht, man kennt es. Ich werde in der Ecke oben eine Abstimmung machen, da könnt ihr entscheiden, ob ihr das Ganze gecuttet oder uncut haben wollt. Aber jetzt starte erstmal die nächste Reise jedoch. Diese Folge werde ich jetzt uncut hochladen. Außer wenn ich sowas wie Sound erstelle oder sowas. Das war mir nicht. Okay, das geht schon mal wieder los. Die Cam ist aus und... ja. Okay, hier ist glaube ich kein Weg. Aber wir gehen einfach mal lang. Wait, hier waren wir schon mal. Hier unten ist der See. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Wir müssen darauf achten, dass wir links unten ist unsere Geräuschanzeige, dass wir nicht so viele Geräusche machen. Ich werde mich jetzt mal links halten. Hier ist wieder das Kreuz, das wir schon mal gesehen haben. Oder ich hoffe zumindest, es ist das gleiche Kreuz. Bin ich verwirrt. Aber wir werden jetzt mal hier lang gehen. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich nicht einfach wieder zu diesen Statuen, zu den Viechern rennen soll. Und wieder Geräusche machen soll, damit ich in deren Bau lande. Aber ganz ehrlich, so habe ich mich nicht unbedingt getraut. Beruhigt euch. Jetzt weiß ich nicht, soll ich auf den Boden schauen wegen den Bären fallen oder in die Luft wegen dem, wegen den hängenden Puppen? Ey, da hoch kommen wir nicht. Ich sehe das immer links unten, wenn wir durchs Büsche durchgehen, das macht auch Geräusche. Wait, was denn? Wait. Nein, das ist das Dorf, wo wir schon mal waren. Da vorne wurden wir angegrunzt. Mal schauen, was hier passiert. Oh oh. Oh oh. Das hab nicht nur ich gesehen, oder? Wow, wow, wow. Komm jetzt hier nicht rein. Wow, wow, wie war? Kann ich interagieren? Damit will ich nicht interagieren. Okay, wir gehen hier ganz schnell wieder. Warum haben wir im letzten Video gesehen, als er hinter der Hütte verschwunden ist. Vielleicht sollten wir diesmal doch in Richtung Kirche gehen. Beim letzten Mal sind wir... Bam, bam, bam. Ey, wo waren wir eigentlich? Cargolift. Genau, beim letzten Mal waren wir hier River Coldstone und sind Richtung Sawmill gegangen. Jetzt gehen wir mal Richtung Kirche. Beim letzten Mal sind wir links gegangen, jetzt gehen wir rechts. Und what the fuck? Aber hey, ich bin ganz froh über den Dudes. Der sieht zumindest mal menschlich aus. Wait, ich glaube hier rechts gehen, oder? Bärenfalle? Ich muss sagen, ich bin heute ein bisschen... Ja... Wenn man eine Bärenfalle entfernt, erstmal Licht aus. So gehört sich das. Ich bin halt ein bisschen... entspannter, muss ich sagen. Beim letzten Mal war ich ein bisschen zittriger. Mein Gott! What the fuck? Okay.
Ein bisschen entspannter. Ich habe ganze 5 Minuten überlegt. What the fuck? Aber wo kam das Viech her? What the fuck? Okay, schwitzige Finger ist heute nicht mehr. Heute starten wir direkt mit den nassen Enten. Oh mein Gott. Ja, gut. Ich bin gut drauf. Oh mein Gott. Oh. Okay. Wir merken, links war die Mine, wo wir nicht angekommen sind. In der Mitte ist der Dude, keine Ahnung, was oder wer was es ist. Wir versuchen es mal rechts. Okay, meine Freunde, wir sind wieder zurück im Auto und diesmal geht's auf jeden Fall nach rechts. Wir versuchen uns einfach an den Wegen zu halten. Das kann natürlich auch sein, dass uns der Bobo gerade nur gekriegt hat, weil wir auf dem Weg waren. Wait. Was ist da? Ah. Ich wüsste, am Ende greifen uns noch die Bienen. Ne? Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Da ist wieder das Kreuz. Welches ist kein Weg mehr. Wait. Ist das irgendwo drauf? Lange Zeit, als ob irgendwo drauf war. Wir hier schon irgendwas gefunden, würde ich ja sagen. Gut, wir gehen da wieder hin, holen uns das. Irgendwie macht mich das Ding hier Angst. Da geht's weiter. Was mich auch ein bisschen nervös macht. Was ist, wenn man hier, sage ich jetzt mal, am Ende ankommt? Sprich, da, wenn die... Da ist was. Das wird ein Beispiel, dass es so, dass das Ende der Map ist. Gibt's da dann... Alter, ich erschrecke mich die ganze Zeit. Gibt's da dann auch irgendein Viech, das einen abhält oder so? Also sollten wir vielleicht nicht nur einfach straight in eine Richtung gehen, sondern im Kreis gehen? Mach mal so nah an und hey, hier ist gar nichts in der Nähe. Geräusch machen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Hier ist Licht und das sieht schon mal gut aus. Wir füllen mal wieder unsere Taschenlampe auf. Da ist einfach mal gar nichts in der Nähe. Aber hey, wir haben uns in der letzten Folge gefragt, ob man sterben kann. Und man kann. So gesehen ist es doch ganz praktisch, dass wir noch nichts gefunden haben. Ich halte mich immer an dem Fluss, weil vielleicht kommen wir hier an den See. Aha, hier ist was auf der Karte. Eine Notiz. Vielleicht finden wir hier unten am Wasser das Boot. Hier schon mal ein Zaun. Oh oh. Was ist da? Ist es noch da, wenn wir das Licht wieder machen? Nein, es ist weg. Okay.
Wo ist es hin? Mein Gott, ich will nicht mehr weiter. Hier ist Licht. Wir gehen hier einfach mal hin. Licht ist gut. Licht ist unser Freund. Das ist nicht unser Freund. Aber hier ist die Seite wieder. 2 von 13. Schauen wir mal. Schäben der Bierflasche und machen hier Geräusche. Entspann dich. Oh, oh. Okay. Wir sind ja ausgewichen. Okay. Unser Plan? Wasser halten. Straight weiter. Bärenfalle? What the fuck? Wir sind dem Viech sogar ausgewichen diesmal. Oh Gott. Hier Wasser. Frage, ist das Boot link? Da ist ein Steg. Okay. Ich sag, wir gehen jetzt einfach ganz gemütlich im Wasser entlang. Im Steg. Laufen ist auch nicht verkehrt. Okay, jetzt haben wir ein Inventar. Oh, was war das? Ach so. Ja, das wollten wir jetzt nicht. Ups. Wir haben genau eine Leuchtpistole gefunden. Und die haben wir gerade auf. Und das haben wir gerade aus Versehen weggeschossen. Nice. Jetzt habe ich nur ein bisschen Panik bekommen hier vom Steg runter. Okay. Bärenfalle. Niemand in der Nähe. Bärenfalle, ciao. Ein gutes Zeichen. Ich gehe mal davon aus, dass das Blut sein könnte. Nice. Also wir haben jetzt endlich mal was gefunden. Eine Leuchtpistole. Verklicken wir uns und schießen sie ins Zeug. Nice. Ich will nicht auf den Weg gehen. Wait, hier will ich aber auch nicht gehen. Manche Steine sehen so komisch aus. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, welches wie ich mir lieber war. Der eine, der uns gekillt hat. Oder die andere Frau, oder was das war. Die Spinne. Die uns in ihren Bau verschleppt hat. Okay, gut, ich glaube, die Map ist eben da zu Ende, wo Wasser dann wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich ist es hier so aller Insel gemacht. Ich hoffe es einfach mal, weil ich will hier keinem Dude begegnen, der uns wieder zurückbringt. Ich will hier irgendwas finden, irgendeinen Anhaltspunkt, eine Axt, irgendwas, was uns weiterbringt. Was uns hilft. Hätten wir zum Beispiel eine. Die Musik wäre komisch. Wenn wir irgendwas eine Axtmäßiges, dann könnten wir in die Mine rein. Okay, schaut euch das an. Hier ist alles Wald.
ist die Musik, anders wie gefällt mir auch nicht. Das Licht. Ein Geräusch machen, Alter. Das Licht beginnt zum Licht. Das könnte die Kirche sein. Ja, das ist die Kirche. Ab in die Kirche. Hier gibt es auch wieder eine Seite. Vielleicht ist die Kirche ein Safe Point. Ah nein, wisst ihr noch, was das letzte Mal passiert ist, dass wir durch Ketten durchgegangen sind. Eine neue Seite. Church 121. Ja, komm, mach das Licht aus. Da hinten ist noch ein Haus mit noch einer Seite. Komm schon, bitte, bitte. Nein, wir können hier nicht rein. Wer da drin stimmt. Da drin da auch. Hallo? Bin ein Anhänger der Kirche, möchte Zuflucht. Okay, Tür ist zu, wir sind sicher. Aber was ist hier? Nichts, man kann hier nicht interagieren. Bücherregal. Ist hier irgendwas? Nee, auch nichts drin. Nice. Jetzt haben wir hier eine Scheune gefunden. Aber wir können nichts machen. Noch die Flaschen. Hier wird Axt. Achso, das war die Tür. Hier wird doch irgendwo eine Axt rumliegen. Ich hätte drin Geräusche. Oh nein, das war der Dude. Der Dude, der uns vorhin gekillt hat. Nein, nein, nein. Schön weg. Okay. Und das ist der Dude scheinbar hier für die Kirche verantwortlich. Vielleicht hätten wir jetzt die Leichtpistole gebrauchen können, um ihn abzuschießen. Was zur? Das Ding blutet. Oh. Ich hoffe, das ist dasselbe Dude und nicht, dass es zwei gibt. Aha, ein Friedhof, ja. Yeah. Hier brennt auch Licht. Und da ist noch ein Dude. Okay, so wie es aussieht, bin ich jetzt nicht nur am Rand von deren Gebiet. Nein, ich bin jetzt direkt in deren Gebiet. Super. Wirklich super. Da hinten ist er. Wir haben weiter drauf schon. Nein, der geht. Komme ich da nicht hoch? Schnell rein, schnell rein, schnell rein, schnell Tür zu. Tür zu, habe ich gesagt, Tür zu. Okay, wir sind erstmal safe. Können wir hier irgendwie Benzin abzapfen? Nein. Für eine Kiste. Die letzte Kiste war nicht sehr vielversprechend. Wir haben ein neues Item gefunden. Was ist hier? Ich will irgendwie. Können wir auf I unser Inventar anschauen? Nein. Auf R können wir switchen, was ist das? Weiß es nicht, wenn ich will. Gott. Okay, nächster Schriftstück.
Brief 11 von 13, also ich... Sorry. Ich würde mal sagen, das hier wäre so gegen Richtung Ende dann. Okay, wo dann gehen wir? Ich würde sagen, hier runter einfach nur weg von den Viechern. Stein. Was ich mich gerade frage. Also ob man hier, ja doch, hier runter kommt man, oder? Oh. Wir haben ein kleines Problem. Wo sind wir hier? Der lebt noch. Oh, ich will nicht bei den Dudes sein. Da hat uns ein Haus der Gebären. Das ist ein Boot. Das ist schon wieder so ein Kerl. What the frick? What the fuck? Können wir da rein? Nee. Dagegen können wir auch nicht. Können wir schwimmen? Ich glaube nicht. Jetzt einfach an dem Dude vorbei. Ich schaue erstmal auf den Steg, ob irgendwas ist. Okay, irgendwie macht mich das Wasser nervös. Oh nein. Oh nein. Okay, ich gehe da rein. Tür zu und wir sind safe. Nein, hier ist nicht mal was. Da ist was. Nein, die Viecher wieder. Na toll, dann haben wir jetzt da rechts den Babbo. Und links die Dinger. Wir sind hier genau zwischen dem Reich von dem Dude und von der Frau, die zu dem gehört. Was ist los mit ihm? Hat er Kopfweh? Wait, das ist auch so ein großer. Okay. Das ist ein neues Geräusch. Und ich würde sagen, ich störe mich lieber nicht beim Essen. Ich weiß nicht. Was macht der da? Was ist der? Wiener, können wir ran. Oh oh.
What the fuck? Okay, ich will wissen, was da ist. Hallo? Mein Gott! Ja, am Arsch! Am Arsch! Ein Pferdchen? What the fuck? Okay, man kann sie... What the fuck? Wasser, können wir uns da trinken, Alter? Okay, man kann aber den Viechern auch ausweichen. Man muss sie nur früh genug erkennen. Wait. Komm hier nicht raus. Hallo? Hilfe? Ich bin darüber. Da hoch komme ich nicht. Jetzt sind wir unter Wasser. Ich bin nicht ertrinken, danke. What the fuck? Matrix Dodge of Doom. Weil Hauptsache, wir können über kleine Kisten nicht drüber jumpen, aber da konnten wir jetzt hoch. Angeblich. Oh nein, hier ist das Pferd, somit ist der Dude auch nicht weit. Mein Gott! Wait, was habe ich gemacht? What the fuck, auf einmal hatte ich, what the fuck, keine Ahnung, was ich gedrückt habe. Aber es war geil, ich habe ihn instant in die Flucht geschlagen. Jetzt bin ich in der Sackgasse. What the fuck, ich habe den Dude verbrannt. Nein, nicht direkt in den nächsten reinlaufen. Nein, nein, nein. Also drei Schrecke. Am Abend, da kann man mit Sicherheit gut schlafen. Achso, ich keuche so, Alter. Da schmied das Ding. Irgendwo. Okay. Fishing Village, da waren wir. Dann das wird wahrscheinlich die Kirche sein, oder? Ja, Fishing Village. Gargolith. Ja, wir gehen wieder nach links. Ich bin mal zum Radio Tower als nächstes. Jetzt sind wir ganz nach unten gegangen. Als nächstes gehen wir ganz nach oben. Bärenfalle. Was passiert eigentlich, wenn wir da reintreten? Können wir uns wieder befreien? Okay, wir können uns wieder befreien. Also, zum Weglaufen nicht ganz so geil, aber so ist es schon ordentlich. Wohin? Den Weg entlang, den Weg entlang. Gott, ich dachte schon. Das war mir nicht. Ich laufe jetzt auch ab und zu, denn ich weiß schon. Wieso sind hier wieder Glasflaschen? Ich laufe jetzt ab und zu, denn ich weiß jetzt schon, man kann von den Viechern weglaufen. Man kann die dodgen. Da vorne sind Zorn, da sind Raben. Bah. Wait. Hier waren wir doch schon mal. Da ist die Bärenfalle, die wir deaktiviert haben. Da ist der Steg. Wait, gibt es jetzt eine neue Leuchtfackel? Noch der Arm oder Bein oder was auch immer ist. Wir haben keine Angst vor dir. Ich habe keine Angst vor dir, Mädel. Komm doch, wir gehen hier runter.
Na toll, das Viech ist genau da, wo wir hinwollen. Sweet. Aber es ist im Boden drin. Jetzt kommen wir hier vielleicht drüber, ohne dass es uns entdeckt. Oh, oh, hallo. Hallo, du da. Oh, oh. Thunderstorm of Crows, Errungenschaft freigeschalten. GG. Aber ich glaube, meine Freunde, das war's für diese Folge. Wir sind jetzt bei 30 Minuten. Nächstes Video werden wir mal werden wir auf die Suche nach so einer Dame wieder gehen, damit wir hier landen. Und dann werden wir mal von hier an alles erkunden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke fürs Zuschauen. 3 Schreckmomente, 3 asoziale Viecher. 2, aber der eine zweimal. Richtig krankes Game. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, einen schönen Tag, bis dann. Ciao, ciao.